Moin. CBD, 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 CBD. Überall ist CBD. CBD ist eines von mehr als 130 Cannabinoiden in Hanf und ist das neue Marketingpferd, auf das jetzt viele Unternehmen setzen. Europa hat den zweitgrößten CBD-Markt nach den USA und stetig wird er größer. Aber warum und wie wirkt CBD überhaupt? Das will ich denen von euch, die es interessiert, kurz und knackig zusammenfassen. Zuerst einmal das Wichtigste und wohl auch Bekannte. CBD wirkt nicht psychoaktiv und löst somit auch keinen Rausch aus. Der Europäische Gerichtshof hat 2020 ein Urteil erlassen, laut dem CBD nicht als Suchtstoff einzustufen ist. Wer sich also erhofft, legal die Wirkung von THC-haltigem Gras zu erreichen, der erwartet zu viel. Immer mehr springen auf den CBD-Zug auf. Medien, Unternehmen und Prominente, selbst Jan Böhmermann hat im ZDF-Magazin Royal schon davon berichtet und ist damit, genau wie ich, jemand, der den CBD-Zug auch noch erwischen wollte. Gerade unerfahrene Prominente und Unternehmer lassen Langzeitkiffer, die Cannabis mit Herz und Seele und auch mit ihrer Lunge studiert haben, jedoch aufschreien. Um mal jemanden anonym zu zitieren, der in einer Cannabis-Facebook-Gruppe, in der ich bin, auf den Beitrag mit einem CBD-Produkt von einem Comedian reagiert hat. Junge, glaub mir einfach, kauf es nicht. Diese neuen CBD-Gurus sind einfach nervig. Labert der auch was bei Insta von 420, der heuchlerische Scharlatan? Die sollen einfach alle mal eine richtig fette Lunte rauchen, um auf ihr Kapitalistenleben klarzukommen. Böhmermann macht sich in seinem Beitrag, wie immer satirisch, vor allem über die horrenden Preise lustig, die für neumodische CBD-Produkte aufgerufen werden. Und auch über die Versprechen, die zahllose Instagram-Accounts zum Bewerben ihrer Produkte machen. Wir stellen schon sehr viele Produkte aus der Hanfpflanze her, aber es geht noch deutlich, deutlich mehr. Sprich, wir könnten eigentlich unser ganzes Leben auf dieser wunderschönen Pflanze aufbauen. Und das ist natürlich auch das Ziel, das in den nächsten 20, 30 Jahren langwirkend überall auf der Welt einzubauen. So. Von Startups wird vom Bekämpfen von Krebszellen gesprochen, Hilfe bei Depressionen, Linderung von chronischen Schmerzen, kosmetische Effekte wie die Reinigung der Haut. Die Liste ist lang. Böhmermann verweist schlussendlich darauf, dass Lifestyle-CBD-Produkte eher keine Wirkung haben und der Trend mal wieder ein neuer Marketing-Coup ist. Ja, wie bei Baldrian oder auch Homöopathie gibt es auch hier zwei subjektive Meinungen. Nummer 1. Ah, oh, ja, es wirkt. Und es entspannt mich. Und Nummer 2. Nein. Nun, mittlerweile sind CBD-Tropfen schon bei meiner Mutter und meiner Schwester angekommen. Und die haben mich gefragt, du Tim, kann ich mir die CBD-Tropfen nun bedenkenlos ballern oder eben nicht? Deswegen dachte ich, ich recherchiere mal ein bisschen und schulde ihnen damit eine Antwort. Was kann CBD nun wirklich? Sollte man es anwenden? Und worauf sollten meine Mutter und meine Schwester dabei achten? Zuerst einmal, es gibt keine randomisiert kontrollierten Studien, Tests oder wissenschaftliche Prüfung dieser Lifestyle-CBD-Öle, CBD-Handcremes, CBD-Hundefutter oder was es sonst noch alles gibt. Man muss sich, was die Wirkung betrifft, immer auf die Meinung von einzelnen Personen verlassen, die nicht selten zuallererst den Profit ihres eigenen Unternehmens steigern wollen. Was es jedoch gibt, sind Studien, die die Anwendung von medizinischem CBD untersucht haben. Ein paar Ergebnisse von denen gucken wir uns jetzt gemeinsam an, damit wir der mysteriösen Wirkung von CBD auf den Grund gehen können. Der Schweizer Büchi S., seinen vollen Namen konnte ich leider nicht finden, hat auf Kraka.com, ein Journal für wissenschaftliche Arbeiten, eine Zusammenfassung veröffentlicht, in der er 25 Publikationen klinischer Studien zur Wirksamkeit von CBD und CBD-Extrakten untersucht hat. Ein ganzer Berg an Arbeit, der aber ziemlich interessante Erkenntnisse für uns liefert. Laut der Auswertung könnte CBD sehr wohl bei Epilepsie bei Kindern helfen. So soll eine Studie mit 120 Patienten mit dem David-Syndrom eine Form der Epilepsie ergeben haben, dass bei der Gabe von 20 Milligramm eines medizinischen CBD-Produkts pro Kilogramm Körpergewicht eine Verminderung von epileptischen Anfällen um 39% erzielt werden konnte. In der Placebo-Gruppe konnte lediglich eine 13%ige Verminderung der Symptome festgestellt werden und das klingt doch tatsächlich ziemlich vielversprechend. Auch bei sozialen Angstzuständen machen Studien Mut. In einer Studie simulierten 40 Probanden mit Angstzuständen nach der Gabe von Diazepam, Ipsapiron oder 300 Milligramm CBD eine öffentliche Rede und bei allen konnte eine Verbesserung ihrer Angstzustände festgestellt werden. Diazepam und Ipsapiron sind beide Sedative, also beruhigende Medikamente und CBD scheint in dem Fall wirklich eine ähnliche Wirkung gehabt zu haben, während das Risiko für Nebenwirkungen hier wohl deutlich geringer ausfällt.
Die Studien zu Angstzuständen zeigten aber auch, dass CBD zu hoch dosiert die Wirkung verlieren oder auch sehr vermindert sein kann. Das Ärzteblatt hat sich auch schon mit der Wirkung von Cannabis und seinen Cannabinoiden beschäftigt. In einem Artikel wird CBD eine antiemetische Wirkung zugesprochen, was bedeutet, es helfe gegen Übelkeit und Erbrechen. Außerdem könne es neuroprotektiv wirken und damit Nervenzellen vor funktionellen Defekten und auch völligem Absterben schützen. Auch das ist mit Blick auf Therapiemöglichkeiten einiger Krankheiten erstmal sehr vielversprechend. Jedoch, eine antipsychotische Wirkung oder die Verbesserung von Schlafproblemen lassen sich nach der Auswertung der 25 Studien, die Büchi S. sich angesehen und zusammengefasst hat, noch nicht eindeutig ausmachen. Hier sind die Publikationen teilweise zu widersprüchlich. Vor allem aber, was die Wirksamkeit bei Krebs betrifft, sollte man sehr vorsichtig sein. Immer wieder hört man, dass Cannabis oder CBD hier das Heilmittel sein könnte. Das mag auch sein, aber wie bei jeder Krankheit geht es nicht nur um den Stoff selbst und sein Potenzial, sondern vor allem auch um die Dosierung, um Wechselwirkungen und die Art der Anwendung. Um von einer sicheren Wirkung von CBD gegen Krebszellen zu sprechen, sind bei weitem noch nicht genug Studien durchgeführt worden und gerade die neumodischen CBD-Produkte sollten hier auf keinen Fall das Mittel der Wahl für Krebspatienten sein. Wir sehen aber trotzdem, ja, CBD kann durchaus eine positive Wirkung haben. Allerdings wissen wir auch, die Dosis bestimmt die Effektivität. Gerade deswegen sind Lifestyle-CBD-Produkte medizinisch gesehen eher ein Glücksspiel und zu oft auch einfach ein Griff ins Klo. Was aber nicht heißt, dass sie gar keine Wirkung haben. Damit wären wir dann also leider, zumindest vor dem Hintergrund des aktuellen wissenschaftlichen Standes, wieder am Anfang. Manch einer, auch Nicht-Unternehmer, schwört auf die Wirkung von CBD, während andere gar nichts merken und dem Ganzen nichts abgewinnen können. Manch ein THC-Konsument berichtet davon, dass ihm der Konsum von CBD-Blüten bei dem Entzug von THC unterstützt. Was auch erstmal eigentlich nicht schlecht klingt. Es scheint also tatsächlich so, als hätte der Stoff CBD alleine für sich gestanden, durchaus Vorzüge. Was aber vor allem wichtig ist, der Kenntnisstand jetzt besagt, dass bei der Aufnahme von medizinischem CBD kein großes Risiko entsteht. Es kann bei CBD-Medikamenten zwar vereinzelt zu Durchfall und erhöhten Leberwerten kommen, aber auch hier sind die Zusammenhänge nicht eindeutig geklärt. Trotzdem sollte man vor der Einnahme, gerade bei nicht-medizinischen Produkten, immer ein bisschen Respekt haben. Wow, 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 wow. Ich respektiere dich. Stiftung Warentest zum Beispiel rät von der Verwendung der neumodischen CBD-Produkte ab, weil sie den Stoff als eine pharmakologisch sehr wirksame Substanz ansehen. Irgendwo haben sie auch recht, denn alles, was man dem Körper zuführt, bewirkt auch irgendeine Reaktion. Und wenn sich die Hersteller von CBD-Produkten auf die Wirksamkeit des Stoffes stützen, sollten sie im selben Atemzug eigentlich nicht leugnen oder bewusst auslassen, dass zu viel CBD vielleicht doch ein Risiko birgt. Denn es ist ja meistens so, zu viel von etwas kann nie positiv sein, sei es Zucker, Ibuprofen, Sport oder Wasser. Im Leben geht es ja irgendwo um Gleichgewicht. Dazu muss man aber auch sagen, dass es schlichtweg keine Fälle von CBD-Überdosis gibt. Deswegen muss man jetzt nicht wirklich Angst haben, falls man doch mal auf den CBD-Trend reingefallen ist. Schatz, schmeckt dir der Keks? Der ist mit CBD. Gut, aber wem kann ich denn nun vertrauen, wenn es um die Wirksamkeit von CBD geht? Wer sagt mir, ob ich bei CBD Bedenken haben sollte oder nicht? Zwecks dessen habe ich das Ganze einfach mal an mir selbst getestet. Eine Woche lang, jeden Abend, 1 bis 2 Tropfen CBD, entweder direkt vor dem Schlafen oder auch mal am frühen Abend. Dazu muss ich aber sagen, dass ich schon vor dem Video hin und wieder mal eine CBD-Blüte verbrannt und auch eingeatmet habe. Fertig, neue Aufnahmen. Deswegen war mir die Wirkung mehr oder weniger vertraut. Aber das Ergebnis zu den Tropfen. Mein subjektives Empfinden war, dass die Wirkung durch die Tropfen nicht wirklich gravierend ist. Ich konnte in der Woche zwar besser schlafen, aber das mag vielleicht auch einfach Einbildung gewesen sein. Ich muss auch sagen, dass ich mich grundsätzlich vorsichtig zeigen möchte, wenn es darum geht, eine Empfehlung auszusprechen oder CBD ganz zu verteufeln. Das sehe ich nicht wirklich als meine Aufgabe. Ich wollte vielmehr testen, ob da ein eindeutiger Effekt zu spüren wäre oder ob es gar irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Und wer sich ein Videotagebuch erhofft hat, in dem ich jeden Abend vor dem Schlafengehen meine Gefühlswelt unter dem Einfluss von CBD ausschütte, der ist ja auch falsch. Mir war vor allem wichtig, medizinisches CBD von den ganzen neuartigen CBD-Produkten abzugrenzen und zu verdeutlichen, dass man mit Bedacht, aber auch optimistisch auf den Wirkstoff schauen sollte. Abschließend will ich sagen, ja, als gesunder Mensch
kann man CBD-Produkte ruhig mal ausprobieren. Sollte aber immer vorsichtig sein, dass man am Ende nicht auf kluges Marketing reinfällt. Meine Mutter und meiner Schwester würde ich jetzt auch nicht unbedingt davon abraten, es zumindest mal zu probieren. Denn wie wir gesehen haben, mehr als dass nichts passiert, wird wohl auch nicht passieren. Was ich allerdings auch anmerken muss, informiert euch genau, bevor ihr hunderte verschiedener Produkte ausprobiert, die auf irgendwelchen Instagram-Seiten beworben werden. Ich, ey, so komische Leute. Ja. Warte, was machst du da? Sorry, aber ich halt's nicht mehr aus. Das kannst du nicht machen, ich hab Kinder! Kauft nichts leichtfertig, sondern schaut vorher im Internet, ob es seriöse Berichte über diese Produkte gibt. Und wenn man gesundheitliche Beschwerden hat, dann sollte man sich zuallererst von einem Arzt beraten lassen. Weder von meinem Video, noch von der Werbung auf Instagram oder irgendwelchen Prominenten. Studien lassen aber vermuten, dass CBD richtig eingesetzt definitiv ein Potenzial hat. Die Forschungslage ist zwar noch nicht komplett befriedigend, doch es zeigt, der Hype um die Wirkung ist teilweise gerechtfertigt. Nur missbrauchen und verdrehen viele Unternehmen die Erkenntnisse rund um den Stoff, um Profit zu machen. Gleichzeitig wollen sich diese Unternehmen natürlich irgendwie warm laufen, wenn es zur Legalisierung von echtem THC-haltigem Gras kommt. Gut, damit wäre ich dann fertig. Und vielleicht war das ja ein wenig aufklärend für die Leute, die sich fragen, ob sie CBD mal ausprobieren sollten oder eben nicht. Ich danke fürs Einschalten.